Demnächst beginnt für die EWE Baskets die neue Saison. Und eine neue Saison bedeutet meistens auch neue Spieler im Kader. Scott Machado, Marco Bajak, Philipp Schwedhelm, Brian Quayle, Vaughn Duggins und Dennis Kramer sind die Neuzugänge im Team. Das laufende Training trug schon einiges zur Integration der neuen Spieler bei. Die haben sich ganz schnell in den Team integriert, zum Beispiel für den Vaughn Duggins, Niklas Wimberg und Dominik Klockhardt, die sagen für ihn, das ist ein neuer Mike Taylor für die. Weil die haben zusammen 2 oder 3 Jahre gespielt in Pro B und er war ein leitender Wolf von die beiden und die haben jetzt zum Beispiel in Vaughn so eine Person auch gefunden. Zum Beispiel der Vaughn ist einer, der gibt immer 100% und es gibt keinen verlorenen Ball. Bei dem Brian Kohle, das ist ein sehr gut ausgebildeter Center. Ja, er macht seinen Job unter die Korbe ganz gut. Philipp Schwedhelm und Dennis Kramer sind auch die zwei deutschen Spieler, die sind neu in dem Team und die sind auch ganz gute Stimmung und die verbreiten gute Stimmung und die arbeiten sehr konzentriert. Der 26-jährige Philipp Schwedhelm zählt zu den besten Dreierschützen in der BBL. Seine Fähigkeiten sind sehr variabel und daher ist er auf mehreren Positionen einsetzbar. Im Frontcourt soll Marco Bajak seine starken Basisfähigkeiten im Rebounding und in der Verteidigung einbringen. Auch der A2-Nationalspieler Dennis Kramer wird die Baskets in der nächsten Saison unterstützen. Zu seinen Stärken zählen vor allem die genauen Distanzwürfe. Zu der Teambildung gehörte auch der 10-tägige Aufenthalt im Trainingslager im serbischen Zlatibor. Trainer Mladen Drinicic sieht den Besuch als gute Vorbereitung für die kommenden Spiele. Die Vorteile sind, dass du bist in einer anderen Umgebung, dass du verbindest mit deinem Team zusammen fast 24 Stunden. Dass wir konnten zum Beispiel Room-Teammates ändern in Zlatibor und in Belgrad, so dass die konnte auch individuell sich besser kennenlernen. Und dann ist auch, die sind dreimal oder viermal sogar am Tag zusammen an einem Tisch, wo die essen. Und auch dann dementsprechend auch abends oder in Freizeit zwischen 2 Trainingseinheiten können auch viel gemeinsam unternehmen. Und das ist, wie gesagt, große Vorteile, die du hier in Oldenburg hast nicht. Zudem gab es im Trainingslager auch gleich die Gelegenheit, sich mit 3 starken serbischen Mannschaften zu messen. Wenn man rückblickend in diese 10 Tage nur einen Tag Pause gehabt, wir haben in diese 3 Tage sehr, sehr gut gespielt. Und wir haben auch im letzten Spiel wieder gegen eine harte Defense von Mlado Zemun gespielt. Und mit unserer Wille haben wir auch das Spiel gewonnen, was war auch sehr wichtig für unsere Abschluss, als Abschlussbelohnung von unserer Vorbereitung für diese Saison. Und die ist im vollen Gange. Neu ist nicht nur der Kader, sondern auch ihre Trikots. Bei den Heimspielen werden die Donnervögel wie gewohnt in Gelb auflaufen. Für Auswärtsspiele gibt es neue Trikots in Blau. Gut vorbereitet und neu eingekleidet geht es nun in die neue Saison.